Hallo liebe Bestman Community und herzlich willkommen zu einem neuen Interior Talk. Diesmal mit Laura Neutemeier. Ich freue mich ehrlich gesagt riesig. Ich folge ihr schon, ich glaube, seit Anbeginn ihres Blogs Design Dschungel. Und ja, sie verrät uns im Gespräch, warum sie ein Kreativkopf ist, was ihr Architekturstudium mit ihrem Interior zu tun hat und ob es Wohnungsliebe auf den ersten Blick war. Ich freue mich und schalte sie jetzt direkt dazu. Hallo, liebe Laura. Hallo, na, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Gut. Wieder so hübsch im Kleid, ganz toll. Sehr gut. Ich würde sagen, wir starten direkt mal in den Talk. Sehr, sehr gerne. Du bist ja mit deinem Verlobten in eine absolute Traumwohnung gezogen. Ich muss ja sagen, ich bin etwas neidisch. Magst du uns kurz auf die Wohnungssuche mitnehmen? Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe diese Wohnung im Internet gesehen und es war Wohnungsliebe auf den allerersten Blick. Ich dachte nur, ich muss diese Wohnung haben und ich muss mir irgendwas ausdenken, dass ich die kriege. Was war das? Hast du dir was ausgedacht oder hat es dann einfach schicksalshaft funktioniert? Nee, ich habe ganz normal bei der Besitzerin angerufen und habe einfach gesagt, dass ich mich in die Wohnung verliebt habe und eine Wohnung gesehen habe und was ich tun kann, damit ich die bekomme. Und da meinte sie, gar nichts. Es gibt 1000 andere Bewerber. Sie können nichts tun. Und da war ich natürlich erst mal ein bisschen traurig. Aber ich habe sie hinterher nach der Besichtigung, habe ihr nochmal Bescheid gesagt und meinte, es ist wirklich meine absolute Traumwohnung. Und ich kann verstehen, dass es bestimmt etliche Bewerber mit 30 Jahren Berufserfahrung gibt. Aber ich möchte sie unbedingt haben. Und dann meinte sie, ja, sie sprechen so toll von der Wohnung. Dann freue ich mich, wenn sie die bekommen. Ja, mega, voll schön, dass dann auch tatsächlich so eine, ja, diese Liebe und Begeisterung für die Wohnung dann tatsächlich auch das Ausschlagsargument war, dass ihr dann auch genommen worden seid. Wirklich, dass wir die deswegen auch bekommen haben. Also kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen. Ja, mit Sicherheit. Und hattet ihr eigentlich auch so eine richtige Bewerbermappe? Ich kenne das nur von unserer Wohnungssuche, dass man wirklich mit anschreibt, mit Bildern, Lebenslauf und alles so schön fein säuberlich. Also das hatten wir bei anderen Wohnungen, die wir uns damals angeguckt haben, vor ein paar Jahren. Also das kann ich auch eigentlich jedem raten, weil das immer ganz gut macht. Aber bei der war das jetzt nicht notwendig, weil wir das von, also es hatte die Besitzerin direkt reingestellt ins Internet. Ah. Die meinte auch direkt, dass sie sowas eigentlich nicht braucht. Perfekt, ist ja super easy. Du hast ja Architektur studiert und meine Frage wäre jetzt, ob quasi dein Architekturstudium erstmal die Wohnungssuche beeinträchtigt oder beeinflusst hat und dann auch dein Interior? Also ich würde sagen, dass mein Architekturstudium das total beeinflusst hat, weil ich mir super gut ehrlicherweise vorstellen kann, wenn ich in einen Raum gehe, wie ich den Raum hinterher auch einrichten möchte. Also ich sehe jetzt in dem Sinne nicht nur einen leeren Raum, sondern weiß dann direkt, hier soll das Sofa hin, da soll ein Stuhl hin, da passt das hin, da passt das hin. Man lernt natürlich in so einem Studium sehr gut mit Proportionen auch umzugehen. Mhm. Und das, was sich vielleicht viele nicht direkt vorstellen können, wie groß wirkt denn ein Sofa? Ihr habt dafür ja auch, glaube ich, so einen tollen Planer. Genau, ja, den Raumplaner. Natürlich super cool. Und das muss ich sagen, das habe ich ja natürlich in meinem Studium gut gelernt. Und das hilft mir bei so einer Wohnungssuche eigentlich immer relativ gut weiter. Oder auch, wie fällt das Licht in eine Wohnung? Kann man da ganz gut was machen oder ist es generell einfach zu dunkel oder zu niedrige Decken oder, sage ich jetzt einfach mal so. Und quasi das Raumgefühl ist dann auch so gut geworden, dass du dir dann auch schon visualisieren konntest, wie du die Wohnung einrichten möchtest. Also gerade bei der Wohnung wusste ich, oder eigentlich bei allen Wohnungen, in denen ich gelebt habe, wusste ich sofort, wo ich welchen Raum wie einrichten möchte. Mhm. Und ich habe mir über die Jahre so einen, ich will nicht sagen eigenen Interior-Stil angewöhnt, aber ich weiß einfach genau, was mir gefällt und was nicht und wie die einzelnen Möbelstücke zusammen kombiniert werden sollen. Und ich mag es auch total gerne, also ich habe meine Wohnung relativ hell eingerichtet, mhm. und aber einfach auch so ein paar Pieces irgendwie von meinen Reisen mitzubringen, ein bisschen Kunst mit reinzubringen oder einfach so ein paar Eyecatcher, die den Raum vielleicht nicht ganz so steril wirken lassen. Ja, absolut. Wie würdest du denn deinen Wohnungsstil beschreiben, wenn du Adjektive nutzen müsstest?
Also ich würde meinen Wohnungsstil so beschreiben, dass er sehr hell ist. Mag natürliche Texturen und Textilien. Und ich mag es aber auch, wenn viel Kunst überall steht. Und ich habe ja hier auch in der Wohnung super viele Kunstwerke, auch meine eigenen, aber auch von Genau. anderen. Und das finde ich einfach, das gibt nochmal so das individuelle kleine i-Tüpfelchen. Ja, absolut. Du könntest uns vielleicht, wenn du Lust hast, kurz da mit in deine Wohnung nehmen und auch gerne deine Kunstwerke zeigen. Ich finde das ja ganz, ganz toll. Du bist ja wirklich ein Kreativkopf, gell? Das ist ja Interior, Fashion, du malst selber. Ich finde Ja. das ganz, ganz toll. Ja. Das ist von dir. Genau, also ich fange mal hier an. Das ist so eigentlich mein absoluter Lieblingsplatz in der Wohnung. Deswegen passt das auch ganz gut, weil hier so schön das Licht reinfällt. Traumhaft, ja. Und da sitze ich morgens immer mit meinem Kaffee und dann auch schon mit dem Laptop, wie man uns schwer, oder Handy, wie man uns schwer kennen kann. Und genau, das ist eins meiner Bilder. Das ist auch eins meiner ersten. Und ich zeige euch mal, bevor ich euch jetzt die Kunst zeige, zeige ich es euch mal, wo ich hier gerade saß. So sieht Das das Bild Lennen. aus. Genau. Mein Lieblingssofa, das Lennensofa. Da saß ich gerade und das ist ja auch alles sehr hell gehalten, sage ich jetzt mal so. Auch hier mit einem schönen Kissen von euch oder die liebe ich auch über alles. Auf die werde ich ganz, ganz oft angesprochen übrigens. Die sind auch von euch. Ja, sind auch sehr schön. Und genau, und das hier ist quasi das, was ich mit Eyecatcher meinte. Das ist ein Bild von mir, was ich gemalt habe. Es heißt Existence. Und ich finde, das ist einfach, ich versuche mal das so ein bisschen einzufangen. Das ist ja Das ist, riesig, ja, gell? das ist Wahnsinn. riesengroß. Und ich finde, das macht aber irgendwie diesen ganzen Platz, obwohl der halt, sage ich jetzt mal so, hell und in natürlichen Farben eingerichtet ist, machen die beiden Bilder irgendwie nochmal so das gewisse Etwas. i-Tüpfelchen. Ja. Genau. Und hier habe ich auch noch ein Bild von mir. Das ist eins meiner ersten gewesen. Jetzt habe ich hier die Vase vorstehen. Das geht natürlich gar nicht. Ist das ein Selbstbildnis? Nee, das habe ich einfach nur so irgendwie aus Inspiration gemalt und fand es irgendwie cool und habe das ehrlicherweise auf eine alte Tischplatte gemalt. Ach krass. Ja, genau. Und Wahnsinn, hier die hattest auch du dann noch. übrig und hast dann gedacht, ach, male ich jetzt mal drauf, oder wie? Genau, ich dachte irgendwie so, bevor ich die wegschmeiße, Ja. male ich ein Bild drauf. Toll. Upcycling par excellence würde ich das jetzt mal nennen. Genau, ja. Das blaue Bild hieß der Existence, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Wie kommst du auf den Titel? Hat es eine Bedeutung? Also ich habe, das Blau ist quasi, steht fürs Wasser, steht für das, woraus wir quasi alle entstehen oder woraus wir alle existieren. Und das war so ein bisschen so die Inspiration zu dem Bild. Und ich finde halt auch Wasser und generell, ja, das Bild auch, das strahlt einfach eine unfassbare Ruhe aus. Absolut. Und irgendwie ist es aber trotzdem nicht so eintönig, obwohl es nur aus einer einzigen Farbe besteht. Ja, das finde ich halt Wahnsinn. Und ich finde, es hat super viel Struktur auch. Also ich habe gerade gesehen, als ein Genau. bisschen mehr war, da ist ja auch, glaube ich, ein bisschen Farbe auch runtergelaufen. Und es gibt Genau, natürlich ja. auch eine wahnsinnige Intensität. Ja. Genau. Und hier ist Super schön. Was ist denn deine Inspiration beim Malen? also ich nehme natürlich beim Malen generell meine ganzen Reisen als Inspiration oder mein tägliches Leben, sei es jetzt auf Social Media oder auch wenn ich irgendwie draußen einfach lang gehe und Inspirationen sammle, Leute beobachte. Das ist einfach, oder gesellschaftliche Themen, die momentan relevant sind. Das sind alles so Sachen, die ich in meinen Bildern verarbeite. Ja, toll. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Rückkehr auch von diesem ganzen Digitalen, oder? Also man ist ja die Ja. ganze Zeit, es geht mir aus, man ist die ganze Zeit am Handy und hat immer diese ganzen glatten Oberflächen. Und ich finde auch, dass dann was Handwerkliches, was Ja. Malen oder Kochen oder so wirklich was mit den Händen machen, irgendwie beruhigend wirkt. Ja, total. Vor allen Dingen, gerade wenn es irgendwie mal eine bisschen stressigere Zeit Ja. ist, gerade wenn man viel zu tun hat, dann entspannt malen einfach ungemein. Absolut. Du meintest ja vorher auch, Reisen ist ja für dich auch ein großes Thema. Nimmst du denn dann auch Andenken mit, die du dann in deine Wohnung integrierst? Ja, total. Aber da muss ich mal direkt wieder aufstehen. Scheuche dich heute aber auch durch die Kein Wohnung, Thema, gell? du, Ist ja alles gut, du, Wahnsinn. alles lieber, super gerne. Das zum Beispiel, das habe ich gekauft in Frankreich. Das fand ich total schön. Das ist von so einem, ja, von so einer Manufaktur. Und ich habe dann da auch so ein vierblättriges Kleeblatt gefunden, was leider Oh. schon so ein bisschen kaputt ist, aber ich habe es trotzdem da drin gelassen. Voll schön. Und sowas habe ich zum Beispiel in Marrakesch gekauft. Das passt jetzt nicht
unbedingt hier rein, aber irgendwie fand ich es total toll und das haben so Frauen dort per Hand gemalt, gemacht und ich fand das ganz schön, die damit zu unterstützen. Also das sind so ein paar Teile, die ich irgendwie so über die Jahre mir da so zusammengesucht habe. Ja, sehr schön. Ich finde, das ist natürlich auch was Emotionales, gell? Man nimmt dann auch so die Reisen mit nach Hause und die geraten dann nicht so in Vergessenheit, sondern leben dann mit einem. Ja, genau, finde ich auch. Ja, was sind denn deine Lieblings-Interior-Pieces in deiner Wohnung? Ja, natürlich das Sofa, wo ich gerade drauf saß, das Lennon-Sofa. Ich finde, das macht einfach... Ich kann es gar nicht so beschreiben. Das ist so minimalistisch und dadurch, dass es modular ist, ist für mich natürlich als Architektin so ein absolutes Must-Have, weil man es einfach individualisieren kann. Also man kann ja wirklich, ich mache das mal so, man kann ja jedes einzelne Element irgendwie anders zusammenstellen oder man kann eins rausnehmen. Und das ist natürlich, ich mag dieses Ganze, wenn man das so individualisieren kann und nicht so festgesetzt ist, wenn ich rein theoretisch irgendwann mal umziehen müsste, was ich ja nicht hoffe, dann könnte ich es trotzdem mitnehmen und habe quasi trotzdem ein Sofa, was perfekt passt. Absolut. Also gerade mit so einer Recamier vorne, das ist natürlich immer so, man legt sich dann so fest, auf welcher Seite brauche ich die jetzt? Und das hast du da halt nicht, ne? Ja, absolut. Das stimmt. Und dein Lieblingsdeko-Piece? Mein Lieblingsdeko-Piece, also einmal diese Vase, die finde ich super schön. Wahnsinn, ja. Aber auch dieser Side-Table. Ich liebe den. Also der ist, finde ich, so minimalistisch, kubistisch, einfach finde ich cool, gerade auch im Gegensatz irgendwie zu diesem alten Ofen, der da steht. Also ich mag irgendwie diese Kontraste. Ich finde das total cool. Ja, ist wunderschön. Hast du nicht auch den Lassie als Couchtisch? Ich habe den Alice. Alice, ja. Genau, den. Und den habe ich jetzt auch schon ganz lange. Wahnsinn, und liebe den auch über alles. Also den kann man auch wirklich überall mit kombinieren. Ja, und auch auf diesen Teppich werde ich ganz, ganz oft von meinen Followern angesprochen. Ja. Das ist dieser Jane-Teppich von euch, der ganz, ganz große davon. Und ich muss echt sagen, ich liebe den echt über alles, weil der macht den Raum nochmal richtig hell. Mhm. Also richtig, richtig schön. Und hier in dem Bereich hier im Wohnzimmer sind die Decken auch relativ niedrig, im Gegensatz zum Eingangsbereich. Mhm. Und dadurch finde ich es total schön, dass man dem so ein bisschen entgegenwirkt und den Raum dadurch so ein bisschen offener gestaltet. Absolut, absolut. Ja, und das hat ja auch passt ja auch schön zusammen, ne? Du hast ja dann den Alice, dann hast du den Lassie zusammen, beides Marmor, eine andere Art von Tisch, aber trotzdem durch das Marmor ist es ja auch wieder so ein wiederkehrendes Element, was man hat. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Du bist ja ein Kreativkopf, wie ich ja eingangs schon gesagt habe. Und das sieht man erstens in deinem Interior natürlich, dann in deiner Kunst, aber auch in deiner neuen Brand. Magst du uns da ein bisschen was verraten? Ja, ich habe eine neue Brand gegründet, die wir jetzt auch in ein paar Tagen launchen. Und die heißt Bayage und das ist eine Beauty-Brand. Und Bayage steht, das möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, steht für Bold and Ambitious, also B-A. Und das Yage steht für Voyage. Also es steht quasi für eine mutige, ambitionierte Frau, die halt viel unterwegs ist. Und genau so eine Art Frau wollen wir damit auch ansprechen oder die Frau, die sich gerade erst noch auf dem Weg befindet. Und das ist eine Brand, an der wir ganz, ganz, ganz lange gearbeitet haben, nämlich 2 Jahre. Wahnsinn. Und ich durfte 2 Jahre quasi nichts über dieses Thema erzählen. Gott, wie furchtbar, gell, wenn man auch so präsent ist und man darf nichts sagen. Ja, es fiel mir so schwer, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und und ich bin einfach so happy, dass wir jetzt quasi endlich an dem Punkt angelangt sind, dass wir das alles promoten können und zeigen können. Das ist also natürlich designtechnisch habe ich mir extrem viel Mühe gegeben und das auch genauso designt, wie ich es persönlich toll finde, dass man es quasi auch mal auf dem Couchtisch liegen lassen könnte. Die Handcreme oder den Lipbalm oder was weiß ich von den Produkten. Und aber von den Inhaltsstoffen haben wir wirklich nur die besten Inhaltsstoffe. Es ist alles vegan, made in Germany. Also wir stellen komplett nur in Deutschland her.
silikonfrei, parabenfrei, mineralölfrei, mikroplastikfrei. Also wirklich, wir haben uns da gerade bei den Inhaltsstoffen super, super, super viel Gedanken gemacht. Sehr schön. Der Name impliziert ja auch diese Frau, die, ich nenne sie jetzt mal die moderne Frau, die auch viel unterwegs genau. ist. Und ja. Die Produkte von dir sind ja auch in Handtaschengröße, richtig? Genau. Ganz cool. Also, wir nennen das unsere Essentials, weil das sind 4 Produkte, die jede Frau eigentlich in ihrer Handtasche haben muss. Und das sind auch wirklich Produkte, die ich persönlich, wenn ich unterwegs bin, immer mit dabei habe. Und deswegen haben wir sie in Handtaschengröße gemacht. Und das also einfach leicht in der Anwendung. Also wir haben uns natürlich gerade auch um das Produktpackaging super viel Gedanken gemacht, dass das möglichst nicht irgendwie den Arbeitsalltag groß stört oder unterbricht. Mhm. sondern du kannst sofort weiterarbeiten. Die Handcreme zieht zum Beispiel super schnell ein. Aber ach, das ist wichtig. Dick. Ja, solche Sachen. Dann haben wir ein Hand-Hygiene-Spray, was einfach so gut riecht. Ist jetzt so ein bisschen doof, wenn ich so gut über meine eigenen Produkte rede. Aber wir haben da ganz lange an diesem Duft gefeilt und mit einem französischen Parfümeur zusammengearbeitet, der extra für uns einen Duft kreiert hat. Ganz nach meinen Vorstellungen. Deswegen ist es für mich natürlich... Für mich der perfekte Duft. Ich hoffe für alle anderen, die das kaufen auch. Ja, bestimmt. Und die passen ja auch alle zusammen, gell? Das ist ja auch schon so designt, dass alles so nebeneinander auch noch ästhetisch schön ist. Ja, weil das war auch irgendwie so eine Sache, wo ich gedacht habe, das gibt es auch noch nicht so oft, dass viele Produkte, gerade bei diesen Essential-Produkten, die man gerne und oft in der Handtasche hat, dass das alles zusammenpasst und auch vom Duft zusammenpasst. Absolut. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil da bin ich auch wieder so Design-Freak durch und durch. Und das hat mir irgendwie gefehlt, vor allen Dingen mit sehr guten Inhaltsstoffen, made in Germany, dass man auch kein schlechtes Gewissen haben muss. Und ja, deswegen haben wir das dann entwickelt. Absolut, ja, sehr cool. Ich freue mich schon sehr. Jetzt, seit gestern, glaube ich, darf man es ja verraten oder quasi, wenn dieses Video online gestellt wird, am Sonntag launcht auch die Brand und man kann einkaufen. Sonntag wird der aufregendste Tag seit langem. Das glaube ich. Hast du dich irgendwie mental darauf vorbereitet oder wie machst du das für dich? Also ich werde auf jeden Fall am Sonntag meditieren morgens. Mhm. Meditiere ja super gerne, gerade in stressigen Zeiten. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, dass ist für mich einfach sehr, sehr gut, um runterzukommen. Auch abends, wenn man mal einen stressigen Tag hat, kann ich jedem empfehlen. Und dann versuche ich einfach, alles so gut vorzubereiten, wie es geht. Und dann muss ich einfach hoffen, dass alles klappt. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Ich werde auf jeden Fall vorm Laptop sitzen und gleich zuschlagen. Dankeschön. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu meiner nächsten bzw. letzten Interview-Kategorie und das ist gleichzeitig auch noch meine Lieblingskategorie, die nennt sich This or That. Ich gebe dir 2 Begriffe und du entscheidest dich spontan für eins davon. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das erste ist Fernseh schauen oder lesen? Ich würde gerne sagen lesen. Ich liebe auch lesen, aber da ich momentan viel zu tun habe und ich einfach abends nur noch abschalten möchte, entscheide ich mich definitiv fürs Fernsehen gucken. Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin ja auch so eine Leseratte, ehrlich gesagt, aber ich habe gestern auch wieder versucht zu lesen und dann kriege ich 2 Seiten hin und da war es, weil man einfach zu fertig ist. Ja. Bisschen traurig, aber gut. Dann Fashion oder Interior? Ich liebe auch Fashion über alles, aber ich entscheide mich immer für Interior und ich gebe auch mein Geld eher für Interior aus. Ah, okay, das ist auch interessant, glaube ich. Ja, das ist oft, glaube ich, andersrum, aber da bist du eher die Interior-Kandidatin. Ich sehe mich immer, wirklich immer, also wenn andere in die Fashion-Läden gehen, dann gehe ich in den Interior-Laden. Das ist ganz irgendwie, ja. Mega. Auch dann so in neuen Städten, oder? Dann ist eher immer so Interior wie jetzt an Fashion, ja. Das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Kategorie oder nächsten Fragekategorie. Eher reisen oder zu Hause bleiben? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich liebe beides. Also ich mag es total gerne, zu Hause zu sein, wirklich über alles. Ich genieße das total, aber ich mag natürlich auch Reisen. Vor allen Dingen beim Reisen kommen einem die Inspirationen und man lernt Kulturen kennen und das finde ich schon sehr, sehr schön. Da kann ich mich auch entscheiden. Da machen wir 50-50. Ich muss aber auch sagen, das ist mit dem Reisen, gerade so als Kreativmensch, man holt sich ja auch sehr viel durch das Reisen. Gell? Ja. Also viel neuen Input, viel Inspiration und dass man diesen Input kann man dann natürlich auch zu Hause oder auch in seiner Kreativarbeit auch ganz gut umsetzen. Ja,
finde ich auch. Dann meine letzte Frage, und ich kenne dich ja, ich kenne die Antwort, aber viele glaube ich noch nicht und wundern sich wahrscheinlich, warum diese Frage kommt, aber wenn du die beantwortest, glaube ich, ist es klar, Ketchup oder Senf? Ganz klar Senf. Ich liebe Senf über alles und mache Senf auch auf alles drauf. Also alles, was jetzt nicht eklig ist. Ich würde jetzt nicht was Süßes mit Senf essen, aber zum Beispiel ein Käsebrot mit Senf, das geht auf jeden Fall. Und dann Dijon-Senf, oder? So der der All-Time-Favorite. Ja. Ja. Was ist das Verrückteste, was du je mit Senf gegessen hast? Puh. Einfach Knäckebrot mit Senf. Ich weiß nicht, ob das verrückt ist. Ja, aber halt, gell, weil es halt einfach wie so ein Aufstrich, quasi so ein Frischkäse jetzt einfach nur mit Senf. Ja. Also ich schaue auch schon manchmal auch schon scharf, aber es ist auch gut deswegen. Also ich mag das auch. Ja. Ja, ich bin auch ein sehr, sehr großer Senfliefer. Aber ich muss sagen, ich habe einmal einen zu scharfen Senf gegessen. Das war dann, konnte ich nur wieder weg tun, weil das hat alle Geschmacksnerven zerstört, aber sehr gut. Liebe Laura, ganz lieben Dank für deine Insights und dass du uns in deine Wohnung mitgenommen hast und dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich wünsche dir ganz viel Glück für den Lounge und wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.